Es ist wieder ein Schub Kanonenkugeln fertig. Gehen wir irgendwas abschießen. Okay. Das ist ja wohl eine Schmiede. Oder eine Waffenkammer. Graben, den ganzen Tag nur graben. Zum Graben muss man nicht reden, also halt den Mund. Oh, ein abgetrenntes Horn. Oh. Garrot, die Welt um dich herum verschwimmt und wird schwarz. Als du wieder etwas siehst, stehst du in einer kleinen Holzhütte, die nur spärlich von der Glut in einer Feuerstelle beleuchtet ist. Du trägst eine Kettenrüstung, die viel zu groß ist. In deinen Händen hältst du das Elfenbeinhorn irgendeiner Meereskreatur, das an einem Ende zugespitzt ist. Was sollen wir nun tun, Garrot? Deine Schwester Kaita kauert neben dir. Ihre Augen sind weit geöffnet und sie starrt auf die verbarrikadierte Tür der Hütte. Draußen krachen schwere Hebel gegen die Tür. Sie heben, bebt und splittert. Zorniges Knurren ist von jenseits der Tür zu hören. Plötzlich hält die Welt um dich herum an. Das Donnern verstummt. Holzsplitter vor der Tür schweben reglos in der Luft. Kaita zittert nicht mehr, atmet nicht mehr. Ihre Augen sind starr wie die einer Puppe. Der dünne Faden, Essenz, dem du bis zu diesem Punkt in der Erinnerung gefolgt bist, ist fast vollständig verschwunden. Wenn du dich aber darauf konzentrierst, was als nächstes geschehen sein könnte, dann spürst du, ob es wirklich so war. Neben der Tür in Deckung gehen. Kaum erwägt dein Verstand die Möglichkeit, setzt die Welt sich wieder in Bewegung und ein donnernder Stoß kracht gegen die Tür. Die Tür schlägt nach innen auf, das junge Mädchen schreit. Eine große Kreatur, einem Bären ähnelnd und größer als jeder Mann in deinem Stamm, springt mit einem triumphierenden Brüllen in die Hütte. Sie bemerkt nicht, dass du geduckt neben der Tür sitzt. Ja, wenn ich jetzt nicht auf die Kreatur einsteche, dann tötet sie vielleicht die Schwester oder die Tochter. Deswegen von hinten auf die Kreatur einstechen. Du rammst das Horn tief in den Rücken der Kreatur. Sie hört auf und windet sie vor Schmerzen. Kaita huscht an der Kreatur vorbei aus der Hütte. Du folgst ihr auf den Fersen. Das Brüllen der Kreatur verklingt. So ist es gewesen. Es ist so lange her. Ich erinnere mich kaum. Ich hatte die Vision, als ich ein Horn aufgehoben habe, offenbar Teil eines Helms. Ein Helm, ja, mein Helm. Ich erinnere mich an ihn. Aber wer war ich? Warum bin ich nicht in das Rad zurückgekehrt? Wenn du wüsstest, wer du warst, würdest du vielleicht auch wissen, ob es an der Zeit ist, die Vergangenheit hinter dir zu lassen. Dieser Helm ist alles, was von meinem alten Leben übrig ist. Wenn du etwas von ihr in einem Teil davon gefunden hast, in meiner Erinnerung vielleicht mit dem Rest des Helms verstreut. Wenn der Helm wieder zusammengefügt wird, findet sich vielleicht Frieden. Ich finde die anderen Teile des Helms. Danke, meine Freundin. Garrots Refrain. Ah ja. Ich habe bisher nur einen einzigen Teil von Garrots Helm gefunden. Die anderen Teile müssen irgendwo in dieser Gegend liegen. Ich habe ein Stück eines Helms aufgehoben und einen Teil der Kindheit eines Mannes namens Garrot gesehen. Aus irgendeinem Grund kann seine Seele nicht in das Rad zurückkehren, um wiedergeboren zu werden. Er glaubt, wenn er den Rest seines Helms findet und sich den Rest seiner Geschichte erinnert, kann er von seiner Existenz befreit werden. Edelsteine glitzern zwischen den Eisenerzahnen. Sie stecken tief in den Höhlenwänden. Um sie unbeschichtet herauszulösen, sind Hamm und Meißel nötig und große Geschicklichkeit. Ja, die Edelsteine raushämmern. Der Meißel rutscht dir immer wieder ab und deine ungeschickten Hammerschläge zerstören einige der wertvollen Edelsteine. Den Rest aber kannst du unbeschädigt bergen. 7 Verlun habe ich jetzt im Lager. Okay.
Wann kriege ich meine eigene Kanone? Geh zur Batterie und greif zu, so wie wir alle. Okay, das hier sieht auch eher aus wie eine Waffenkammer, ja. Lauf, kleines Mäuschen. Die Dorfbewohner lassen uns nun in Ruhe, ja? Ja, stimmt. Ist die Quest abgeschlossen oder muss ich erst noch zurück? Ich habe Waffenschließung mit Berengar geschlossen. Sie hat mir Hilfe und Sicherheit in ihrem Lager versprochen und mir Gegenstände der vorigen Expedition gegeben, unter anderem eine ambossförmige Kachel. Die müsste dann unter meinen Questgegenständen liegen, hä? Ja, Batterie-Reliefkachel. Diese ambossförmige Kachel fühlt sich kalt an. Eine Seite ist verwittert und voller Kerben, die andere ist vollständig glatt. Die Kachel scheint aus Eisen zu sein. Gut, dann lesen wir mal jetzt das Tagebuch. Im Ledereinband dieses Tagebuchs ist ein Schlüssel eingeprägt. Die meisten Seiten sind voller rostroter Flecken oder Schrift, die zu klein zum Lesen ist. Gegen Ende des Tagebuchs kannst du jedoch einen Abschnitt entziffern. Konnte nicht feststellen, wie die Vordertür sich öffnen lässt, selbst nachdem sie die eiserne Kachel aus dem Relief gehebelt hatte. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr scheint mir, dass der alte Valiana recht hatte. Wir müssen ihn loswerden, aber wir können erst handeln, wenn wir die Weißsäße zerstört haben. Selbst ein dürftiges Wissen war für uns eine Erleuchtung. Wenn er recht hat, müssen wir hoffen, dass das Lied, von dem er spricht, irgendwo niedergeschrieben wurde. Wir haben beschlossen, unsere Lage aufzuschlagen und nach Büchern oder Unterlagen zu suchen. Alles ist besser, als nur in diesem Schneesturm herumzusitzen. Ja. Gut, hier unten sollten wir jetzt fertig sein. Ort entdeckt See. Den See hatten wir doch schon entdeckt. Egal. Da muss hier oben irgendwo. Auch irgendeiner rumstapfen, der Zeug verkaufen würde. Den würde ich ja eigentlich gerne finden jetzt gerade. Das war der tolle Eistunnel, den wir uns runtergehangelt haben. Naja, meinte sie dich eigentlich hier beim Höhlenausgang? Oder ist der jetzt draußen? You may wander our camp freely. Du darfst dich frei in unserem Camp bewegen, Mensch, ja. Dann gehen wir mal rausgucken, weil ich habe jetzt keinen besonderen anderen Oger gefunden, der uns Zeug verkaufen würde. Außer, wie gesagt, er ist draußen jetzt. Ah, Tatsache, hier draußen steht jetzt jemand, nämlich Moruk. Matthäus Berger hat mir befohlen, dir alles zu verkaufen, was du willst. Bist du deswegen hier? Ja, was kannst du mir anbieten? Gehärteter Helm.
3 Macht für 30 Sekunden pro Tötung. 5 Schadensreduktion. Verteidigung gegen Humpeln. Bezaubert. Verwirrt. Panzerhandschuhe der Ogerkraft. Plus 2 Macht. Die nehmen wir mal. Fernläufer. Verteidigung. Giftauswirkung. Kraft. Windschlag. Die kann nur verwendet werden von Druide. Nee, nicht unbedingt was Tolles. Bastvorräte, Dietriche nehmen wir doch mit. Und das war's. Habt sie ihre Macht schon? Nein. Dann kriegt sie jetzt hier schöne Machthandschuhe. Jetzt hat sie eine Macht von 20. Gibt es nicht Macht plus... Nee, nur Macht plus 2. Okay. So, der Rest geht erstmal hier rein. I'm here. Nein, ich möchte keine 8 Stunden rasten. Ich kann einfach hier rasten für gar nichts. Okay. So, da bleibt eigentlich nur noch die Wolfshöhle. Übrig. Quick Save machen, bevor wir da reingehen. Good thing I sold most of my jewelry. Oh, und das ist ein Werwolf. Oder ein Druidenwolf. Diese Bestie überragt die Wölfe, die in der Höhse hausen. Sie dreht sich zu dir, als du dich näherst. Ihre Haut ist mit unzähligen Wunden und Narben übersät und ein trübes Auge starrt blind auf ihrem Schädel. Sie knurrt bedrohlich, als du dich näherst und ihre Gefährten tun es ihr gleich. Von den Füßen der Kreatur liegen zwei Dorfbewohner, einer davon schwer verwundet, der andere hält sich einen Arm über den Bauch und blickt flehentlich zu dir hinauf. Help! Please help us! Hilfe, bitte hilf uns. Als die Bestie ihren Kopf wieder zum Jäger dreht, spürst du, dass eine seltsame Aura vor dir ausgeht. Es ist so, als würde ihr Fell ein Sturm der Seelenessenz in sich tragen, wild und alles verzehrt wie Flammen. Die Seele der Bestie erkunden. Es kostet dich wenig Mühe, ehe die Seele der Bestie droht, dich mit ihrer Intensität zu überwältigen. Zorn und Hunger stürzen von allen Seiten auf dich ein, bis du durch den Sturm hindurchgreifst und ein kleines schwächeres Licht findest und kopfüber in eine Erinnerung stürzt. Die beißende Kälte schmerzt auf den Wangen, deine Lungen brennen ein wenig vom Laufen. Du blickst auf die kleine Holzschnitzerei in deiner Hand und fährst mit dem Daumen über das Rückgrat des geschnitzten Bären. Das Totem hat dir bereits Glück gebracht. Du hast zwei Hasen in ebenso vielen Fallen gefunden. Ein seltenes Glück im Augenblick. Du bist sicher, dass es ein Geschenk von Gellerwen war, das du auf dem einsamen Schrein finden und an dich nehmen solltest. Soldro. Soldro, die Stimme deines Vaters reißt dich aus deinen Gedanken. Du beeilst dich, wieder zum Lagerfeuer zurückzukehren. Du hältst die Hasen hoch und siehst den Anflug eines seltenen Lächels unter seinem ergrauten Bart. Aber das Lächeln verschwindet sofort wieder, als ein Schatten über euch beide fällt. Du spürst den Windstoß einen Augenblick, bevor das Holzstück nach unten kracht. Du rollst gerade noch rechtzeitig zur Seite. Du hörst deinen Vater irgendwo in der Nähe vor Schmerz aufschreien. Die Hasen und das Totem gleiten dir aus den Händen. Du spürst, wie Macht dich durchströmt. Dein Herz pocht in deiner Brust. Doch der Instinkt ruft deine Sinne zur Ordnung. Du spürst das vertraute Strecken der Glieder, die plötzliche schwindelerregende Wandlung der Höhe. Aber irgendwas stimmt nicht. Deine Seele schwinden, anstatt stärker zu werden. In deinem Kopf ertönt ein Jaulen wie ein brüllender Refrain. Alles in dir schreit danach, zu beißen, zu reißen, zu fressen. Die Erinnerung entgleitet dir, und als du wieder du selbst bist, schüttelst die Bestie den Kopf und schlägt mit den Pfoten gegen die Ohren, als würde sie ein Kratzen loswerden wollen. Soldron? Die Bestie schnappt und knurrt, offenbar versteht sie dich nicht. Sie bewegt sich auf den nächsten Jäger zu, beobachtet dich dabei unheilvoll,
mit ihrem eingesunden Auge zurückweichen. Als du dich zurückziehst, springt einer der Winterwölfe plötzlich vor die Jäger und nimmt eine Abwehrstellung ein. Er schont sein eigenes Bein und du erkennst den Wolf, den du in der Wildnis geholfen hast. Hm.